Herzlich willkommen, Philipp Riederle. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen Sohn oder eine Tochter in meinem Alter. Ich bin jetzt 17 Jahre alt. Und dieses Kind kommt von der Schule heim. Und das Erste, was dieses Kind macht, es setzt sich vor den Rechner, noch bevor das Mittagessen eingenommen ist. Es setzt sich vor den Rechner, klickt sich in Facebook rein und verweilt da direkt nach dem Mittagessen dann den ganzen Tag. Und Sie fragen sich die ganze Zeit, Mensch, was macht der da eigentlich? Was macht der da in dieser virtuellen Welt? Ist der süchtig? Internetsüchtig? Muss ich den zum Psychiater schicken? Vielleicht hat ja der ein oder andere von Ihnen ein Kind und stellt sich oftmals diese Frage, was machen die da eigentlich? Sind die in einer virtuellen Welt? Haben die gar keine Freunde mehr? Und sie würden sich wünschen, dass sie mal wieder in diese reale Welt rauskommen und diese Erfahrungen machen, die sie vielleicht gemacht haben, wie sie jung waren. Aber da kann ich sie beruhigen. Denn was oftmals als virtuelle Welt gesehen wird, ist meiner Meinung nach keine virtuelle Welt. Ja, es gab mal virtuelle Welt mit Second Life und World of Warcraft, aber das sind andere Geschichten. Wovon wir sprechen, ist ja das Web 2.0. Die Kommunikation über das Internet. Diese virtuelle Welt, wie sie oftmals fälschlich bezeichnet wird, ist für uns, für meine Generation, ich bin ja damit aufgewachsen, eine Erweiterung für die reale Welt. Und ich bin eigentlich beim richtigen Titel, das Web 2.0. Und das ist keine Welt, sondern das ist ein Kommunikationsmedium, wie vor 10 Jahren das Handy ein neues Kommunikationsmedium war. Ich war damals noch nicht auf der Welt, aber man hat mir erzählt, dass sich da alle Leute dagegen gesträubt haben. Mensch, was brauche ich ein Handy, überall erreichbar, ich habe doch mein Festnetztelefon. Man muss sich doch nicht überall erreichen können, so war es vor ein paar Jährchen mit diesen neuen Kommunikationsmöglichkeiten im Web 2.0 auch. Aber inzwischen verbreitet sich das ja auch immer weiter. Es ist eine Erweiterung für unsere reale Welt. Und damit hat sich auch so unser grundlegendes Kommunikationsmodell verändert. Früher gab es die Unternehmen oder vielleicht Sie, die dann durch diese 4 Gatekeeper, ganz früher waren es noch 3, jetzt ist das Web 1.0 dazugekommen, die dann durch diese Gatekeeper zu uns, zum bescheuerten Volk, zu den Nachfragern, die alles fressen, was sie, ja vielleicht alles fressen, was sie da geboten bekommen, wir dann aufnehmen. Wir untereinander sind kaum vernetzt, vielleicht der ein oder andere über einen Verein, aber im Großen und Ganzen sind wir nicht vernetzt. Das hat sich insofern verändert, dass durch dieses Web 2.0, dass wir heutzutage alle miteinander vernetzt sind. Aber da will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Wir sind jetzt auch Anbieter und Nachfrager geworden. Stellt sich die Frage, brauchen wir die Unternehmen und diese Gatekeeper, die professionellen Content-Anbieter, brauchen wir die eigentlich noch? Weil wir werden immer mehr wie die Web 2.0-Partizipanten. Wir sind auch Anbieter geworden, genauso wie ich das auch im Jahr 2008, im April damals gemacht habe. Da muss ich Ihnen erzählen, ich war schon immer sehr technikverliebt. Ich habe mit 2, 3, 4 Jahren bei meinem Großvater ins Mikrofon reingesungen und irgendwie so mit so Videokameras damals hantiert, weil mein Opa, der war da auch sehr begeistert davon. Ich war schon immer sehr technikverliebt, habe mir dann so im Alter von 8, 9 Jahren von meinem ersten ersparten Geld meinen eigenen Computer gekauft. Also ganz normal bin ich wahrscheinlich nicht, aber dann kam irgendwann dieses iPhone, ich fand es interessant, ich wollte es haben, habe auf meine Eltern eingeredet, dass ich mir das kaufen durfte, dann auch wieder Geld zusammengespart von irgendwie 5 € mal von einer guten Note oder so. Ja, jedenfalls habe ich mir dann das iPhone gekauft und ich wollte mich natürlich vorneweg darüber informieren. Was kann dieses iPhone, was macht man damit, wie ist das Leben mit dem iPhone? Und damals 2008, da war auch YouTube noch ganz anders, als wir das heute kennen und ich habe da gesucht, was gibt es da für Informationen über das Gerät? Und habe da irgendwie nichts Gescheites gefunden. Vielleicht irgendwelche verpixelten, englischsprachigen Videos, die nichts Gescheites waren. Und ich habe mir gedacht, Mensch, du hast früher schon gerne Videos gemacht und die Urlaubsfamilienvideos geschnitten und du hast schon irgendwie mit 10 Jahren mal so in HTML-Bücher reingelesen. Machst du mal deinen eigenen Podcast? Das sah dann damals so aus. Das war vor fast 4 Jahren. Und ich dachte mir, Mensch, vielleicht erreichst du da 2, 3 Leute mit diesem Podcast. Wie ich da mit 10 Jahren so meine ersten HTML-Seiten gebastelt habe, da war ich überglücklich mit 2, 3 Abrufen im Monat. Aber wie ich dann gesehen habe, dass dieser Podcast schon irgendwie nach der ersten Folge über 500 Abrufe hatte, ich war hin und weg.
Und ich hatte endlich auch irgendwie mal E-Mails in meinem Postfach als die wöchentlichen gmx.de-Newsletter. Und das hat mich dann motiviert, da weiterzumachen. Und ich war schon immer sehr technikverliebt und habe immer als kleines Kind schon von dieser ganzen Technik, wie sie im Fernsehen verwendet wird, also diese ganze Technik habe ich immer geträumt. Und dann habe ich es geschafft, in diesem Podcast damit Geld zu verdienen, mich zu refinanzieren, habe da Werbekunden gefunden, die vor dem Podcast geworben haben und habe das dann weiterentwickelt. Die Reise ging dann wieder zu meinem Großvater. Bei meinem Großvater im Keller, der hatte einen Partyraum und ich habe dann zu ihm gesagt, Mensch, ich suche gerade ein Aufnahmestudio, also einen Raum, den ich als Aufnahmestudio verwenden könnte. Und du mit deinen 75 Jahren, du wirst wahrscheinlich keine Party mehr feiern. Und dann habe ich gesagt, getan und habe mir dort, das war über längere Schritte hinweg, mein eigenes Aufnahmestudio eingerichtet. Es ist ein bisschen kleiner als jetzt so ein Studio hier. Die Technik ist auch ein bisschen kleiner skaliert. Aber die Ergebnisse, die hinten rauskommen, Full HD. Und der ein oder andere Fernsehsender hat sich daran schon bedient, das so zu zeigen. Und das hat mich dann schon ein bisschen stolz gemacht, was ich da in meiner kleinen Kammer mit nicht unbedingt sehr teurem Equipment, weil ich meine, wie soll ich mir das leisten, produziert habe, das schafft ins Fernsehen neben dem Content von aus solchen Riesenstudios. Und nebenher, ich war dann, bin dann irgendwo eingeladen worden und seitdem ist es halt immer wieder so, dass ich auch manchmal so auf so Bühnen stehe und erzählen darf, wie meine Generation eigentlich die Medien nutzt. Ich habe gesagt, meine Generation, wir sind mit diesen neuen Medien aufgewachsen, wir kannten das gar nicht anders. Und diese älteren Generationen, wir nennen sie immer liebevoll Silver Surfer, die sagen dann zu mir öfters mal solche Sachen wie, Mensch, ihr habt doch gar keine echten Freunde mehr. Wenn ihr da die ganze Zeit nur in dieser Online-Welt, in eurer virtuellen Welt, wenn ihr da versinkt, ihr habt doch keine echten Freunde mehr. Und das haben mir immer wieder Leute gesagt. Es waren Lehrer, es waren teilweise wirklich solche älteren Leute, es waren die Eltern, die sich da echt Sorgen gemacht haben. Und ich habe mir das dann tatsächlich auch zu Herzen genommen und habe mir dann überlegt, jetzt kommunizierst du mal weniger über dieses Facebook und vielleicht ist es ja wirklich für deine Generation echt schlecht, wenn wir mit echten Menschen gar nicht mehr umgehen können. Aber ich habe dann jemanden auch auf so einem Vortragsauftritt kennengelernt, das ist Nadia Sabura, vielleicht kennt das ein oder andere, die ist Kommunikationswissenschaftlerin und die forscht mit Neurobiologen ganz genau auf diesem Gebiet. Dieses Gebiet machen soziale Netzwerke, macht die neuartigen Kommunikationswege, macht es uns Menschen A- bzw. D-sozialer. Und was Nadia, die Studien, an der sie arbeitet, die sind inzwischen noch nicht veröffentlicht, aber was sie mir da so abends mal an der Bar zugeschoben hat, war, erstens, wir haben heutzutage mehr Freunde. Es ist durch diese Vernetzung und dass wir mit denen länger in Kontakt bleiben können, nicht verwunderlich. Aber was mich dann tatsächlich vom Barhocker gehauen hat, war, dass unsere Freundschaften heutzutage tiefgründiger und gefestigter sind als die Freundschaften, bevor es diese Netzwerke gab. Ich habe das dann natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe gedacht, ich bin doch nicht bescheuert. Und habe mich dann im Internet recherchiert und habe da eine Studie gefunden von einem recht bekannten Research Center aus den USA. Das ist erst letztes Jahr veröffentlicht worden, 2011. Die Studie nennt sich The Social Side of the Internet. Sehr interessant, sich komplett durchzulesen. Hier nur eine Statistik draus, nämlich die Non-Internet-Users, da sind 56% davon, die in Gruppen partizipieren, also sich in Vereinen beteiligen, mit dem Freundeskreis immer wieder gern was unternehmen. 56%. Von den Social-Network-Users sind es 82%. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz genau das, was Nadia gesagt hat, aber es ist damit doch irgendwie kongruent. Ich bin sehr aufmerksam in diesen ganzen sozialen Netzwerken unterwegs. Ich bin begeisterter Twitterer, ich bin begeisterter Facebooker, ich schreibe Blog, ich mache diesen Podcast jetzt seit über 4 Jahren, habe da inzwischen über 180 Folgen veröffentlicht. Die sind zwischen 5 und 45 Minuten lang. Ich bin ja da komplett frei in meiner Formatkonzeption. Und ich bin dann mal bei Twitter bei einem von denen, denen ich folge, über einen interessanten Tweet gestoßen, der geschrieben hat, aus mal eben 20 Minuten ausruhen ist ganz schnell 20 Minuten Timeline lesen geworden. Kann doch nicht gesund sein, zu viel Input. Und mit dieser Problematik des zu vielen Inputs ist meine Generation, seit wir eigentlich denken können, schon immer konfrontiert. Im Fernsehen
über 300, über 900, über 1000 Fernsehkanäle, die über Satellitenprogramm zu uns reinkommen. Dann gab es da irgendwann noch dieses Internet, über tausende von Seiten, wo wir uns informieren konnten. Dann noch dieses Web 2.0, Millionen von Blogs, die uns heutzutage Informationen bieten. Zu viel Input. Meine Generation, wir waren schon immer damit konfrontiert, genau abzuwägen, welche Informationen sind für uns eigentlich tatsächlich relevant. Das ist das A und O, was wir beim Aufwachsen gelernt haben. Welche Informationen sind für uns wirklich relevant? Welche Informationen bieten sich für uns einen Mehrwert? Und welche kann ich einfach hier so über diesen Tellerrand wieder rausschieben? Und Nummer zwei ist, was ich aus diesem Tweet dann auch an meinem eigenen Leben erkannt habe, war, diese Informationsflut und diese neuen Medien, die kosten uns enorm viel Zeit. Und ich und meine ganzen Gleichaltrigen, also ich habe keinen, fast keinen in meinem Freundeskreis und in meiner Schule, weil wir organisieren uns jetzt auch in der Schule in so Gruppen und jeder aus der Jahrgangsstufe ist in der Gruppe drin. Das haben wir am Jahresanfang, ich gehe noch ins Gymnasium, 11. Klasse gerade, haben wir am Jahresanfang eingeführt, dass alle in diese Gruppe in Facebook reinkommen. Da sind inzwischen auch alle drin, weil sie gesehen haben, Mensch, die bekommen sonst nichts mehr mit. Also es ist gewisserweise auch so ein Zwang da. Weil ich werde oft auch mal von Eltern gefragt, ich werde auch in Schulen eingeladen, um den Kindern, aber auch den Eltern zu erklären, was hat es mit diesen virtuellen Welten so auf sich. Und dann sage ich denen aber ganz klar, Mensch, wer heutzutage seinen Kindern den Umgang mit sozialen Netzwerken verbietet, dessen Kinder haben keine Freunde mehr. Aber wie auch immer, ich habe einen einzigen Menschen in meinem Freundeskreis, ich nenne ihn einen sehr guten Freund, ich möchte ihn den mal vorstellen, das ist Hendrik, der ist genauso wie ich 17 und der hat sich vor ein, zwei Jahren, der war davor auch begeisterter Facebook-Nutzer, der hat sich dann vor ein, zwei Jahren dazu entschieden, aus diesem Netzwerk auszusteigen. Es ist der einzige in meinem Freundeskreis, der aus Facebook, der ist von mir jetzt gleich gebrandmarkt worden, der aus Facebook und dem Web 2.0 ausgestiegen ist. Und da zählen diese Gründe dazu, zu hoher Zeitaufwand. Und er merkt, er verliert sich da in dieser Welt. Er kann da klicken und es gibt so viele Informationen, die eigentlich ganz interessant sind. Hier Bilder von Freunden und Nachrichten und alles. Aber er hat gemerkt, in dieser Zeit, die er da drin verbringt, kann er irgendwie nichts Produktives machen. Kein Buch lesen, nicht rausgehen, keinen Sport machen. Deswegen hat er für sich tatsächlich den Stecker gezogen und sich abgemeldet. Aber es ist der einzige in meinem Freundeskreis. Und dann hat mich sehr interessiert, warum ist meine ganze Generation da so besessen darauf, in diesen neuen Kommunikationsmöglichkeiten unterwegs zu sein. Ein Erklärungsansatz war der folgende, nämlich bei der Nutzung von Facebook, Twitter oder SMS steigt der Pegel des Hormons Oxytocin, was uns ein gutes Gefühl wie beim Kuscheln gibt. Der Erklärungsansatz hat mich dann aber nicht wirklich befriedigt. Aber dann habe ich eine Statistik gefunden, die mich dann schon in die richtige Richtung gewiesen hat, nämlich diese Statistik von monatlich aktiven Nutzern von Spielen im Internet, konkret auf Facebook. Hier unten sehen wir hier so große Firmen wie Electronic Arts mit mehreren tausend Mitarbeitern auf der ganzen Welt verteilt. Und die sind hier irgendwie ganz unten und abgehängt von einem Web-Startup von vor zwei, drei Jahren, nämlich Zynga. Ich hatte das Glück, diesen Sommer in Amerika sein zu dürfen. Ich war da in San Francisco. Wir sind auf der Highway entlang gefahren und kurz bevor man nach San Francisco Downtown reingekommen ist, war da eine riesen Bude, wahrscheinlich größer als dieses ganze Studiokomplex, und es trug den Namen Zynga. Es ist ein Web-Startup. Ihnen wird Zynga jetzt wahrscheinlich jetzt auf den ersten noch nichts sagen. Wenn ich das nächste Bild zeige, dann schon. Zynga ist der Erfinder und Entwickler vom populären Facebook-Spiel Farmville. Und sie denken sich, wie kann man mit Farmville Geld verdienen? Also das Prinzip von Farmville ist ja, ich baue mir zusammen mit meinen Freunden einen Bauernhof und Ziel des Spiels ist es, ein besserer Bauer zu sein als meine Freunde. Und ein guter Bauer bin ich dadurch, wenn ich mehr Punkte sammle, das Getreide rechtzeitig ernte, mir einen größeren Bauernhof, mehr Traktoren, mehr Mähdrescher kaufen kann. Und wie bin ich ein guter Bauer? Ich muss ja mein Getreide genau dann ernten, wenn das Getreide reif ist, sonst verdorrt es ja, ist doch klar. Aber wer nicht die Zeit hat, 24 Stunden in Farmville drin zu sein und dann sein Getreide zu mähdreschen, für den gibt es die Möglichkeit, sich für echtes Geld einen virtuellen Dünger zu kaufen. Und Zynga verdient da pro Nutzer monatlich etwa $2,25 damit. Letztes Jahr hatte ich da
ich zeige Ihnen mal die nächste Zahl. Halten Sie sich an Ihren Armlehnen fest, bitte. Nämlich Zünger hat im Quartal 3, also Quartal 12 durch 4 ist 3, in 3 Monaten hat Zünger letztes Jahr von seinen Benutzern 306,8 Millionen Dollar bekommen. Dafür, dass sie so einen bescheuerten virtuellen Dünger verkaufen. So, jetzt rechnen Sie es mal 4 für die 4 Quartale, dann sind wir etwa bei 1 Milliarde. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, warum sind Benutzer so, dass sie da Geld hinschmeißen? Und dann bin ich da auf die menschlichen Grundbedürfnisse, die wir ja schon seit unseren Vorfahren haben, zurückgekommen und habe mir mal überlegt, hey, das hängt damit zusammen. Denn wir wollen im echten Leben, wollen wir Aufmerksamkeit, wir wollen Erfolg, wir sind gierig nach interessanten Informationen, wir wollen Kommunikation, Menschlichkeit, Lebendigkeit, Interaktion und auch Mitgefühl. Wenn ich da zusammen mit meinen Freunden mir einen Bauernhof baue, schauen wir mal die paar Punkte durch, treffen eigentlich fast alle zu. Also wir, meine Generation, wir projizieren unsere gesamten menschlichen Grundbedürfnisse, wir projizieren die hin auf die virtuelle Welt beziehungsweise auf die neuen Mittel der Kommunikation, auf die neuen Möglichkeiten, die wir haben. Jetzt sind wir heute hier bei Thema TV und haben mir gedacht, welche Gebiete sind da fürs Thema TV relevant. Das sind hier die folgenden 5. Dann kommen da noch 2 dazu, nämlich wir wollen, das ist jetzt nicht in den Grundbedürfnissen dabei, aber wir wollen als Menschen und jetzt gerade auch im 21. Jahrhundert, wir wollen Selbstbestimmung und was ja dank diesen Smartphones und Tablets seit neuestem ja problemlos möglich ist, wollen wir auch unbedingt Mobilität. Das ist der erste Punkt, der da drauf steht, wir sind gierig nach interessanten Informationen und ich habe zu Anfang schon gesagt, wir müssen uns ganz genau aussuchen, was uns tatsächlich interessiert, mit was wir uns beschäftigen wollen. Wenn ich jetzt aber bei uns in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen ähnlich ist, wenn ich jetzt aber bei uns in Deutschland den Fernseher anmache, dann bekomme ich da so interessante Informationen wie Mitten im Leben, Scripted Reality Shows, Unterschichtenfernsehen wird das auch oft genannt. Fernsehen ist bei uns in der Generation, wenn ich da auch bei meinen Gleichaltrigen mich so umhöre, dann ist das vielleicht doch fast ein Synonym für minderwertige Unterhaltung. Wir haben heute viel über die neuen technischen Möglichkeiten gesehen. High Definition gibt es ja schon lang. Wenn im Television nur Scheiß läuft, dann ist High Definition Television bringt da auch nicht keinen Fortschritt. Und wenn wir jetzt ein hybrides Social Things TV haben und da dieselben Content haben, super. Bei uns in Deutschland ist jetzt Anfang der Woche ein neues TV-Format gestartet, Gottschalk Live. Und ich habe mir die Sendung natürlich mit viel Interesse angeschaut, um zu sehen, hey, was geht da so neuen Entwicklungen. Ich war einerseits sehr begeistert, weil der war zu Gast, der Michael Bulli-Herbig, eine Filmlegende aus Deutschland. Ich war sehr begeistert, weil Thomas Gottschalk es geschafft hat, so sehr authentisch die Interaktion mit dem Social Web und diesem Internet damit einzubeziehen. Wenn Thomas Gottschalk sich so langsam an diese neuen Medien rantastet, dann ist es auf einmal für uns in Deutschland nicht mehr das schlimme Facebook, das grausame Social Web, sondern wenn Thomas Gottschalk da dran steht und sagt, hey, das ist ja eigentlich ganz cool und ich taste mich da vorsichtig ran, dann ist es toll. Also in der Hinsicht erfüllt dieses Gottschalk Live eine tolle Aufgabe. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, mich hat hier besonders diese Untertitelzeile bei Michael Bulli-Herbig, 30 Millionen Zuschauer sahen seine Filme. Fasziniert. Weil ich habe Anfang des Jahres, das ist vor 3 Wochen online gestellt worden, dieses Video. Ein YouTube-Video, vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen schon gesehen. Eine ganz coole Band, die man davor noch nicht kannte, die hier zu 5 auf einer Gitarre musizieren. Es ist ein wahnsinniger YouTube-Hit geworden. Ich lasse es vielleicht mal kurz laufen, es ist wirklich großartig. Es ist ein Cover von einem bekannten Lied. So, Sie haben einen Eindruck. Und dieses Video hat in 3 Wochen 38 Millionen Zuschauer bekommen. Es ist mehr, als Michael Bulli-Herbig in seiner
ewig langen Karriere über mehrere Jahrzehnte hinweg geschafft hat zu bekommen. So, also wir brauchen keine großen Produktionsfirmen oder keine Kinos oder Fernseher mehr, um Aufmerksamkeit, um Reichweite heutzutage zu erzielen. Jetzt besteht die Aufgabe und die Herausforderung, neue Geschäftsmodelle und neue Distributionsmodelle fürs Fernsehen und für die Produktionsfirmen zu finden, dass die weiterhin eine Existenzberechtigung haben. Es wird oftmals schon hochgejubelt, wenn im Internet jetzt da so echtes TV im Internet, wenn dann sogar Werbung kommt und man damit Geld verdienen kann. Es ist ja jetzt ganz bekannt, oh, Video beginnt in ein paar Minuten, aber hey, das ist auch nicht sehr weit gedacht. Das ist dieses klassische Werbeformat, wie es im Fernsehen funktioniert. Es ist einfach 1:1 auf das Web übertragen. Erstens ist es absolut nicht formatgerecht und zweitens, was meinen Sie, wie das bei den Leuten ankommt? Es ist genauso wie im echten Fernsehen, man schaut nicht hin, man klickt es weg, man tut in der Zwischenzeit was anderes. Es hat eine genauso große Effizienz wie die ganze Werbung, die uns ja... Wir können ja heutzutage nicht mehr auf die Straße gehen, links, rechts, oben, unten, überall Werbung, so Werbeplakate, so Banner 1.0, überall. Seit ich klein bin, ich meine überall Werbung, wir nehmen das ja schon gar nicht mehr auf. Jeder Mensch am Tag hat über 5000 Werbeeindrücke. Und am Ende des Tages, auch rein aus neurobiologischer Sicht, könnten wir uns an 5 bis 10 erinnern. Und wenn wir dann abends im Bett liegen und unseren Tag rekapitulieren, an wie viele Werbeeindrücke wollen wir uns erinnern? An wie viele? An keine. Und dann hier so eine Art der Werbung ins Web reinzusetzen, hey, das ist nicht weit gedacht. Das ist einfach nur 1:1 übertragen und meiner Meinung nach total bescheuert. Weil wir haben in meinem Vorredner schon gesehen, es gibt so großartige Wege, wie man über die Möglichkeiten des Webs und dieses Social und so weiter, wie man da werben kann, Kunden erreichen kann und das vielleicht auch nachhaltig. Dann brauchen wir mit sowas doch nicht mehr anfangen. Deswegen, wie ich mich auf dieses Referat vorbereitet habe, war eigentlich... die Frage, weil ich, der Herr Brun hat ja gerade schon gesagt, ich habe mir damals vor 3 Monaten mit dem Herr Thoma, dem Gründer von RTL, diskutiert und der hat dann zu mir gesagt, Mensch, Herr Riederle, Sie machen denselben Fehler wie alle in Ihrer Generation. Sie schließen von sich selber auf andere. Dann habe ich zu ihm gesagt, Mensch, Herr Thoma, das ist natürlich, ich sehe das jetzt als die größte Bestätigung meiner Dinge, die ich jetzt hier gesagt habe, weil ich glaube, Sie haben es auch erkannt, dass Sie sachlich nicht mehr weiter wissen und mich jetzt persönlich angreifen müssen. Aber ich konnte mich dann dadurch retten, dass ich gesagt habe, ich habe meine ganzen Informationen hier auf Studien aufgebaut. Und eine Studie, die ich wirklich in mich aufgesaugt habe, das war die Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2010. Auch gerade deswegen, weil ich dann eine tolle Vergleichsmöglichkeit hatte. Und habe dann da solche Erkenntnisse draus gezogen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt ja, wir sind so die erste Generation, wo wir auch durch Eltern nicht mehr den direkten Kontakt zu weit verbreiteter Armut und zu Krieg hatten. Und durch die Bildung und Emanzipation, was es da alles Tolles gab, haben wir jetzt heute eine aktive, selbstbestimmte Lebensführung. Jeder kann sich heutzutage selber aussuchen, was er machen will. Es heißt nicht mehr, mein Vater ist Schreiner, Sohn wird auch wieder Schreiner, sondern jeder kann sich heute durch Bildung selber aussuchen, was er will. Wir haben eine aktive, selbstbestimmte Lebensführung, aber damit bekommen wir ja auch einen gewissen Bewährungsdruck. Und das geht ganz klar aus dieser Studie hervor, dass wir junge Menschen, dass vielleicht sogar fast so ein bisschen die Jugend verloren geht, wegen Bildung und Bewährungsdruck und Ausbildung und Zukunft und so weiter und so fort. Wir haben einen sehr eng gestrickten Tagesplan. Aus dieser Studie geht auch hervor, dass wir deswegen, weil wir diesen Bewährungsdruck und den eng gestrickten Tagesplan hatten, der Rückgang, das steht ganz genauso, Zitat drin, und auch das war wirklich ein drastischer Rückgang, wenn man die Vorjahre vergleicht, Rückgang von Rumhängen, Disco und Besäufnis, aber fast ähnlich so drastisch, und das war wirklich drastisch, war der Rückgang vom TV-Konsum. Und was hier fast exponentiell nach oben gegangen ist, ist die Internetnutzung. Und dadurch, dass diese Last, die auf uns lastet, dieser Bewährungsdruck, die wenige Zeit, die wir heute auch schon haben, weil wir uns in Schule, in Job, in Ausbildung, was da alles gibt, um das zu kompensieren, da beschäftigen wir uns nicht hier mit Trash-TV, sondern für uns wird Bedeutung von Familien und Freunden, die nimmt bei uns stark zu. Und persönliche Beziehungen werden bei uns auch immer, immer wichtiger. Und gerade die Mittleren, die gehen ja genau in diese Richtung vom Social Web.
Weil es steht auch in dieser Shell, das sind jetzt alles Erkenntnisse aus der Shell-Jugendstudie im Vergleich zu den Studien davor. Und es steht auch ganz konkret drin, dass wir Social Media nicht als virtuelle Welt nutzen. Sie können das gerne nachlesen. Sondern, dass es uns eine erweiterte Möglichkeit zu kommunizieren ist, um halt mit Freunden, die weiter weg wohnen, auch mal in Kontakt zu treten. Oder wenn wir in unserem eng gestrickten Tagesplan keine Zeit haben, uns mit denen zu treffen, dann kontaktieren wir die halt darüber. Aber wenn man das jetzt alles mal so zusammennimmt, dann zeigt sich eigentlich ganz klar, für uns wird persönliche Bindungen, Freunde und Internet wichtig. Wir haben wenig Zeit, wollen die bestmöglich nutzen. Das heißt, ein ganz klarer Appell hier Richtung Produzenten ist, hey, gerade wenn man so Sachen wie Mitten im Leben oder so anschaut, hey, start making sense. Und das ist genau, was wir aus dem Internet bekommen. Wir bekommen da die Informationen, die uns interessieren, Informationen, die hochwertig produziert wird. Wir werden nicht mit bescheuerter Werbung genervt. Wir werden nicht mit irgendwelchen bescheuerten Scripted Reality-Zeug genervt. Und mit dazu kommt auch noch, wenn Sie mich jetzt fragen würden, das wäre bestimmt die erste Frage gewesen, wenn ich darüber gegangen wäre, wenn Sie mich fragen würden, Herr Riederle, wann haben Sie das letzte Mal Fernsehen geschaut? Dann müsste ich Ihnen sagen, noch gar nicht in diesem Jahr. Aber ich habe TV-Inhalte geschaut. Ich habe eine klasse Dokumentation bzw. Film auf Arte angesehen. Ich habe die Gottschalk-Live-Show gesehen. Ich habe auf dem ZDF was gesehen. Ich habe sogar was aus dem Privaten gesehen. Voice of Germany ist ja bei uns gerade großer Hype, weil das auch langsam so beginnt, Sinn zu machen. Es ist eben nicht dieses niveaulose, wir blamieren Leute, sondern die haben sich das auch zu Herzen genommen. Start making sense. Und das ist dann bei uns auch angekommen. Das habe ich mir angeschaut. Aber nein, nicht am Fernseher. Vielleicht doch am Fernseher, aber nicht linear, sondern dann, wann es mir passt. Der Unterschied zwischen den Generationen, zwischen meiner Generation und vielleicht der meiner Eltern, ist der, dass die Generation vorher sich damals nach den Medien gerichtet hat, aber dass heutzutage wir den Anspruch haben, dass sich die Medien nach uns richten. Und schon schaue ich einmal nicht auf die Uhr, habe ich die Fernsehsendung verpasst, die ich sehen wollte, oder bin da gerade irgendwie unterwegs, in der Schule, was weiß ich. Hey, dann schaue ich es halt on demand, wenn das möglich ist. Deswegen war die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mich hier vorbereitet habe, ist das Fernsehen tot? Und ich sage ja. Das Fernsehen, so wie wir es heute kennen, linear, ist größtenteils tot. Weil wenn wir uns mal in die Köpfe zurückversetzen von den Menschen, damals als das Fernsehen erfunden wurde, als es eingeführt wurde, die haben sich wahrscheinlich überlegt, wir wollen Videoinhalte ans Volk bringen. Es gab halt damals noch keine andere Art und Weise, das linear und über irgendwie Kabel oder Antenne zu tun. Aber jetzt brauchen wir diesen Umweg über linear nicht mehr, sondern inzwischen funktioniert das ja on demand und auf Abruf. Deswegen sage ich, lineares Fernsehen, so wie wir es heute kennen. Nur noch live, zu irgendwelchen Live-Events, das ist ja heute auch schon mal hier durchgeklungen. Und dazu gehört dann eben dieser Wohnzimmer, dieser Wohlfühlfaktor, mit anderen Leuten zusammengucken. Und wenn ich keine Leute im Wohnzimmer habe, mit denen ich schaue, dann passiert das, wie heute in diversen Statistiken schon gezeigt, ganz stark über Facebook und Twitter. Und soll ich Ihnen was sagen? Auf diese Dinger, dieses Arte und ZDF und Voice of Germany, ich wäre darauf nicht aufmerksam geworden, dass es sowas überhaupt gibt, wenn nicht irgendwelche Leute in meinem Facebook- oder Twitter-Stream darüber geschrieben und was erzählt hätten. Und die haben nicht nur darüber erzählt, sondern die haben auch ein Video, was irgendein Nutzer hochgeladen hat nach YouTube, einen Ausschnitt, damit eingebunden, habe ich es gesehen, habe gesagt, ja, will ich sehen. Aber dabei sind irgendwelche Juristen bei uns momentan, Hunderte, Tausende dabei, irgendwie Urheberrechte zu schützen und Gesetze zu entwerfen, dass man das Internet zensieren kann. Hey, wenn man diese Juristen, diese ganze Manpower dran setzt, das alles so zu entwickeln, dass es halt für uns eine großartige Möglichkeit gibt, wie wir auf diese Medien, die es ja gibt, übers Internet und weltweit und nicht nur im Stream und nicht nur mit 7 Tage Beschränkung und der ganzen Bullshit, den wir da haben, wenn diese ganze Manpower, die jetzt momentan total für die Katze ist, meiner Meinung nach, wenn die hier genutzt wird, um den Content so an die Nutzer zu bringen, dass sie ihn sich gerne anschauen, Mensch, dann sage ich bravo und die TV-Branche kann sich wieder glücklich schätzen. Steve Jobs
Ich habe die Biografie verschlungen, habe mich oftmals auch mit dem identifizieren können in gewissen Facetten aus meinem Leben. Aber was bei mir wirklich hängen geblieben ist und was wahrscheinlich den Erfolg von Apple ausgemacht hat, war, sein Vater, sein Adoptivvater Paul Jobs, hat als Steve 8, 9 Jahre alt war, hat zu Steve gesagt, als sie zusammen einen Zaun gestrichen haben, den Zaun von Steve Jobs Elternhaus: Es ist wichtig, ebenso die Rückseiten kunstfertig zu gestalten, auch wenn sie nicht zu sehen sind. Und wenn Sie das jetzt mal auf die ganzen Apple-Produkte, die es gibt, projizieren und reflektieren, dann werden Sie nicken und denken, ja, das ist wahrscheinlich, was den Erfolg von Apple ausgemacht hat. Es ist auch was ich Ihnen mitgeben möchte. Und bevor ich jetzt zu meinem Schluss komme, muss ich Ihnen erzählen, ich meine, es ist ja wahrscheinlich nicht alltäglich, dass hier ein 17-Jähriger sich auf Bühnen stellt und so Referate hält vor so vielen Leuten, vielleicht auch so hochrangigen Anzugträgern. Und es hat angefangen bei mir im Jahr 2009. Da wurde ich das erste Mal eingeladen und ich war natürlich aufgeregt wie die Sau. Die haben angerufen, ich habe gesagt, ja klar, mache ich Referate, halte ich auch in der Schule gern. Dann war das 2, 3 Tage davor, bin ich auf die Webseite gegangen. Die haben mir angerufen, 300 Teilnehmer. Bin ich auf die Webseite gegangen, habe das mal gesehen, wie das da aussieht. Mit riesen Bühne und stand dann dran, jetzt nicht 300, sondern 500 Teilnehmer. Und ich bin vor Aufregung schier gestorben. Ich habe keine Nacht mehr geschlafen. Ich bin zu Freunden gegangen und habe denen das erzählt. Die haben gesagt, ja, packst du schon, ist schon okay. Aber damals, ich war da 14, 15, Damals war das so die Zeit, wo ich meine erste eigene Freundin hatte. Und ja, ich bin dann auch zu der gegangen, weil mich hat das nicht befriedigt, wie meine Freunde gesagt haben, backst du schon, ist okay. Dann hat sie sich tatsächlich mir tatsächlich angewandt, wir haben das so im Kopf durchgespielt. Und dann am Ende hat sie gesagt, also sie hat mir wirklich einen liebevollen Kuss gegeben und gemeint, Mensch, Philipp, so wie du mir das gezeigt hast, du wirst sie rocken. Und damit du an meine Worte denkst, nimmst du das Armband, das hat sie sich damals aus Australien mitgebracht, die ist da total drangehangen, nimmst du das Armband, ich habe das immer noch dabei, wo habe ich es denn hier, nimmst du das Armband mit und dann wird das für dich kein Problem sein. Und das Armband, das habe ich heute noch dabei, auch wenn ich die Freundin nicht mehr habe, aber das Armband, das habe ich heute noch dabei und das gibt mir heute jedes Mal noch die Kraft, wenn ich hier auf so eine Bühne gehe, dass ich das hier so ein bisschen frech in meiner Art halt erzählen kann. Wenn wir es jetzt übertragen auf die Inhalte, die es im Fernsehen gibt und die Inhalte, die es im Web gibt, dann sehen Sie mal die Inhalte, die es im Fernsehen gibt, als die Freunde, die sich nicht wirklich interessieren, sondern nur ihr, ja passt schon, machen wir weiter, Tagesprogramm, schaffst du schon. Wenn Sie mal die Inhalte vom Web, die ja tatsächlich sehr persönlich, sehr authentisch, sehr echt, sehr wahr drin sind, mit denen ich sogar interagieren kann. Das ist mal, was meine Freundin sehen. Dann sehen sie, was bei uns ankommt und was für uns Menschen, weil wir Menschen sind ja alles interaktive Tiere, wir gerne miteinander kommunizieren, wir sind ja menschlich. Was bei uns tatsächlich ankommt, was hängen bleibt und was uns erfüllt. Ich muss sagen, ich habe jetzt hier viel erzählt, aber schlussendlich möchte ich Ihnen für die Inhalte und die Formate der Zukunft, wie sie mit Kunden interagieren, nur 3, 4 Schlagwörter mitgeben. Und zwar, seid kommunikativ, seid authentisch, seid ihr selbst und macht eure Zuschauer zu Fans. Dankeschön. Ja, der Silber-Server kommt mit Respekt auf die Bühne. Wirklich war spannend, sehr spannend. Wieder anders, als ich es letztes Mal erlebt habe. Aber jetzt haben wir doch noch 2, 3 Fragen. Oder ich nehme an, das Publikum auch. Ja, sehr gerne. Ja.